Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute verrate ich dir mal die 7 Dinge, die ich immer tue, wenn ich meinen Mix abschließe. Los geht's mit dem... Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und heute wollen wir uns tatsächlich mal einem kritischen Thema zuwenden. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich fällt es immer sehr schwer, den Punkt zu finden, zu sagen, so, mein Mix ist fertig, der Song ist aufgenommen, fertig abgemixt und ich muss jetzt nochmal Politur machen. Und dann ist der Mix auch fertig und ich muss Abschied nehmen, zumindest vom spannenden Mixprozess. Aber es muss ja passieren und ich habe mich dann mal hingesetzt und habe dann mal aufgeschrieben, was ich so am Schluss alles mache von meinem Mix. Und dabei sind tatsächlich 7 Dinge bei rausgekommen, die ich immer mache. Die mache ich nicht immer in der Reihenfolge, in der ich sie gleich erzähle, bis auf Punkt 7. Den mache ich immer am Schluss, aber Punkt 1 bis 6 können auch mal in unterschiedlicher Reihenfolge vorkommen, aber das sind tatsächlich 7 Dinge, die ich immer mache, wenn ich meinen Mix abschließe. Welche das sind, verrate ich dir gleich und verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn die dreht sich um das Video von letzter Woche. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du hier oben mal klicken. Da findest du einen Link, wo du da draufklicken kannst und dann siehst du auf jeden Fall, was ich da gemacht habe und verstehst dann die Frage der Woche vielleicht noch ein kleines bisschen besser. Und wenn dir dieses Video gefällt, wie immer der fleißige Aufruf an eure Positivbewerter, drückt Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drückt zweimal auf Daumen nach unten und dann passt das auch. Aber wir schauen jetzt mal, welche 7 Dinge mache ich, wenn ich meinen Mix abschließe. Los geht's mit Nummer 1. Punkt 1. Ich setze mich mit einem Notizblock und einem Stift in mein Auto und habe auf dem USB-Stick habe ich meinen Song dabei. Den stecke ich dann rein und dann höre ich mir im Auto den Song an. Ich mache nichts anderes. Ich fahre nicht währenddessen. Ich setze mich einfach nur ins Auto und höre meinen Song von vorne bis hinten durch. Und dann schreibe ich so aus dem Bauch raus einfach auf, was mir so auffällt. Was weiß ich, Vocals zu laut, Bass zu leise und so weiter. Das schreibe ich dann mit und dann höre ich den Song so 2 oder 3 Mal durch und schreibe das auf, was mir so auffällt. Mit diesem Zettel gehe ich dann ins Studio und das muss ja nicht zwangsläufig sofort direkt hintereinander stattfinden. Manchmal habe ich auch irgendwo Zeit und sitze gerade irgendwo und muss noch ein bisschen warten auf den nächsten Termin, dann mache ich das und habe dafür aber immer einen Block und einen Schreibstift dabei und dann gehe ich danach ins Studio und arbeite dann einfach die Liste ab. Ich habe mal so eine Liste vorbereitet, wo habe ich sie? Hier an der Seite liegt sie, genau. Das ist die Liste zum Beispiel, die ich für immer wieder gemacht habe und da steht drauf, Gezissel entschärfen. Ja, also meine Percussions und mein Gerumpel, was so im Hintergrund ein bisschen Action machen sollte, war auf jeden Fall zu höhenlastig im Auto. Bassbereich schlanker machen, Vocals 1 dB lauter, die waren vielleicht ein bisschen zu leise, als ich gehört habe, Hook-Gitarre ein bisschen lauter, zweite Strophe, ein bisschen mehr die Bassdrum rausnehmen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, diese ganze Liste ist dabei rausgekommen und dann habe ich einfach mich ins Studio gesetzt und habe das abgearbeitet und habe mich danach nochmal ins Auto gesetzt, nochmal mitgeschrieben. Die Liste war dann natürlich entsprechend kleiner und so bin ich dann im Doppelschritt quasi dazu gekommen, den Mix dann zumindest die letzten Kleinigkeiten auszubügeln. Warum mache ich das im Auto? Erstens, weil im Auto kann ich nicht mal eben nachjustieren wie an der DAW, weil wenn ich hier an meinen Boxen und an den Reglern sitze, dann justiere ich hier ein bisschen und da ein bisschen und so weiter. Im Auto muss ich konzentriert zuhören und muss mich darauf konzentrieren, was ich da höre und schreibe das dann einfach konzentriert mit aus dem Bauch. Jetzt schon 3-mal konzentriert gesagt, ne? Auf jeden Fall muss ich mich konzentrieren beim Und zum Zweiten, das ist ein ganz wichtiger Grund, das Auto ist im Prinzip die Abhöre, die ich fast am besten kenne. Also außer meinem Kopfhörer vielleicht, den ich schon seit über 20 Jahren habe und meine Boxen, wo ich mich jedes Mal freue, wenn ich die höre. Aber im Auto habe ich so viel Popmusik gehört, dass ich genau weiß, wie die zu klingen hat. Und dementsprechend kann ich da sehr, sehr gut einschätzen, wie meine Musik dann noch klingen muss oder was daran noch fehlt oder zu viel sein könnte. Also als Erstes mische ich auf jeden Fall, schreibe ich im Auto mit, was mich so störte. Hören ist im Prinzip auch ein schönes Stichwort für Punkt 2, denn ich höre mir meinen Song natürlich in unterschiedlichsten Situationen an. Und das mache ich jetzt nicht nur hier, da wo ich sitze. Wenn ich mich umdrehe, sitze ich ja quasi direkt an der DAW. Nein, ich höre den auch in unterschiedlichsten Situationen, denn in den seltensten Fällen hört man ja seinen Song in der perfekten Abhörsituation, wie wir sie hier vom Rechner mit den eingestellten Monitoren haben. Nein, ich laufe im Raum rum und höre mir den Song an. Ich mache auch mal die Tür auf und gehe raus aus dem Raum und höre mal so im Nebenraum. Dafür mache ich den Song mal laut und mal leise und achte darauf, was mich noch stört. Wenn ich zum Beispiel leise drehe und aus dem Raum rausgehe. Draußen höre ich ja nur Mono und höre ein sehr eingeschränktes Frequenzbild. Wenn ich da zum Beispiel die Vocals nicht gut hören kann, aber vielleicht irgendwie eine Gitarre zu laut ist, dann weiß ich auf jeden Fall, ich muss die Vocals lauter machen und ich muss die Gitarre leiser machen. Und da höre ich dann unterschiedliche Sachen. Lass dich bitte nicht, wenn du das auch machen solltest, also wenn du rausgehst oder wenn du im Raum rumgehst, lass dich bitte nicht über den Bassbereich irritieren. Denn der Bassbereich kann durchaus durch verschiedene Raummoden oder An- oder Absenkungen, die irgendwie durch die Akustik des Raums zustande kommen, zu laut sein. Das heißt, ich achte dann speziell
tendenziell nur auf Sachen so ab 120, 150 Hertz. Aber wenn da was zu leise oder zu laut sein sollte, was weiß ich, wenn ich irgendwo in der Ecke stehe, wenn ich das leise, ganz leise höre oder wenn ich das draußen im Raum, also draußen im Flur zum Beispiel oder im Nebenraum nicht höre, dann weiß ich auf jeden Fall, da stimmt was nicht im Mix und das muss ich dann auf jeden Fall justieren. Also als zweites auf jeden Fall in unterschiedlichen Abhörsituationen, auch in Extremsituationen mal abhören. Okay, ich weiß, man soll eigentlich, wenn der Mix abgeschlossen ist, nicht noch mit dem Mixbus rumhampeln, also außer vielleicht Limiter. Aber ich habe auf dem Mixbus, auf dem finalen letzten Stereobus, habe ich ja sowieso einen Buskompressor, der den Mix immer so ein bisschen zusammenhalten soll. Und den packe ich auch normalerweise relativ früh auf den Mixbus drauf, auf den Stereobus oder wie du ihn auch immer nennen möchtest, auf jeden Fall den letzten Bus, wo alle Kanäle drauf zusammenlaufen. Ich habe dann aber mir angewöhnt, wenn ich den Mix soweit fertig habe, einfach noch mal ein bisschen zu spielen und zu gucken, welches Plugin könnte mir denn noch ein kleines bisschen mehr Puderzucker oben drauf machen. Und da gibt es vor allem ein Plugin, was ich nahezu immer drauf mache auf den Mixbus, und das ist eine Bandsättigung. In meinem Fall ist das ATR 102 von Universal Audio, auch in der UAD, weil das ist einfach, das bildet so eine Bandmaschine ab und dann kann man da verschiedene Tape-Geschwindigkeiten, verschiedene Bänder, verschiedene Einflussnamen und so weiter, kann man alles einstellen. Und ich klicke mich da normalerweise erstmal durch die Presets und höre einfach mal, ob da was passiert, was dem Song noch besser steht, was mir in dem Moment besser gefällt, vielleicht ein bisschen mehr Bässe, ein bisschen mehr Höhen. Das kann manchmal auch irgendwie so eine Sache sein, die ich durchaus auch mit dem Equalizer machen könnte. Aber ich liebe es einfach, diese Bandsättigung drauf zu machen. Es gibt auch von das Kramer Band, gibt es auch von Waves, aber ich liebe halt das ATR 102. Und dann höre ich mir immer nochmal an, wenn da was passiert, was mir gut gefällt, dann lasse ich es auf jeden Fall drauf und habe noch so ein kleines bisschen Puderzucker auf meinen Mix drauf gemacht. Wenn da nichts passiert, was mir gefällt, dann lasse ich es einfach weg und gehe weiter zum nächsten Schritt. Also ich packe eine Bandsättigung am Schluss auf den Bus drauf und lasse mich überraschen, ob noch was Schönes dabei passiert. Falls ich meinen Song nicht mit Referenz gemischt haben sollte, und das passiert speziell bei meinem eigenen Zeug relativ häufig, dann habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt, auf jeden Fall nochmal mit einem Match-EQ meinen Song nochmal mit einer Referenzquelle abzugleichen. Falls du nicht weißt, wovon ich gerade rede und das alles böhmische Dörfer für dich sein sollten, dann schau mal hier oben in dieses Video, was hier gerade eingeblendet wird, denn da habe ich genau erklärt, wie das mit dem Match-EQ funktioniert. Schmal runtergebrochen bedeutet das nur, ich habe eine Referenz, also irgendeinen professionell gemischten und gemasterten Song, und von dem lasse ich von einem Plugin die Equalizer, also die Frequenzverteilung, analysieren und vergleiche die dann quasi mit meinem Song. So ist es neulich passiert, dass ich beim Vergleich festgestellt habe, dass mein Song viel zu viel Höhen hat und viel zu wenig Mitten. Das heißt, ich habe dann anhand dieses Bildes, was mir dieser Match-EQ geliefert hat, konnte ich nochmal abgleichen und konnte nochmal sehen, dass mein Song auf jeden Fall noch ein bisschen Nachbearbeitung braucht. Entweder mit einem finalen Equalizer nochmal im Masterbus oder aber, dass ich einige Anteile bei zu wenig Mitten zum Beispiel, vielleicht in den Gitarren noch ein bisschen in den Mitten angehoben habe. Oder dass ich, wie ich es gerade in Punkt 1 schon gesagt habe, ich habe mein Gezissel entschärft beim letzten Song. Das heißt, ich habe mit dem Equalizer nochmal speziell bei den Percussions ein bisschen Höhen rausgenommen und dadurch wurde dann das Problem da behoben. Also, ich gleiche mit einem Match-EQ auf jeden Fall nochmal meinen Song mit einer professionellen Quelle ab und sehe da auf jeden Fall die letzten Fehler, die ich in der Frequenzverteilung des Songs habe. Der nächste Punkt ist so trivial wie wichtig. Wenn so ein Mixprozess etwas länger gedauert hat und wie das so oft im Heimstudio ja passieren kann, wir haben ja keinen echten Zeitdruck, dass man wirklich 1 Million verschiedene Mixentscheidungen getroffen hat und hier mal ein bisschen geschoben hat und da ein bisschen, da ein Plugin an und aus. Ich kontrolliere am Schluss nochmal, ob ich wirklich alles angemacht habe, was ich auch wirklich brauche. Das heißt, ich kontrolliere wirklich in jedem Kanal nochmal, ob wirklich alle Plugins an sind, die ich anmache. Das mache ich natürlich optisch, ich höre das nicht, sondern ich gucke nochmal wirklich alle Kanäle durch, sind die Panoramas wirklich da. Manchmal passiert es, speziell bei Studio One habe ich es ganz oft gehabt, dass mir, wenn ich mit der Maus irgendwo an einer Stelle gestehen habe und so aus Versehen über die Maus gewischt habe, dass der mir das Panorama verstellt hat. Im Großen und Ganzen fällt mir das spontan nicht auf, aber ich kontrolliere einfach optisch nochmal, ob sich wirklich irgendwas aus Versehen verstellt hat und so weiter und gleiche wirklich ab, ob alle Kanäle, alle Busse an sind, alle Plugins an sind, ob die Panoramas wirklich da sind. Nicht, dass sich aus Versehen beim Neueinladen des Songs irgendwas verstellt hat und ich das im Gesamtbild vielleicht nicht sehe, und dann sitze ich später, wenn ich den Song irgendwie rausgebracht habe oder so, sitze ich da und denke, warte mal, die Gitarre wollte ich doch eigentlich links haben, warum ist die rechts? Gucke in den Mix rein und stelle fest, dass sich das aus Versehen verstellt hat. Also, ganz normal nochmal optisch gucken, ob wirklich an ist, ob alles an ist, ob alles da ist und ob alles auch in den Pegeln ungefähr da ist, wo es hingehört. Dann kann man nämlich checken, ob man die letzten Fehler wirklich ausgebügelt hat oder nicht. Also, ich gleiche nochmal alle Kanäle ab und gucke, was los ist.
ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass der Song so laut sein soll, dass er auch wirklich konkurrenzfähig ist zu den Songs, die im Radio laufen, aber auch zu denen, die bei YouTube oder bei Spotify oder bei iTunes zu hören sind. Das heißt, ich bringe mit einem Limiter auf jeden Fall den Song dann auf die finale Lautstärke. Das ist in der Regel, Lautstärke nicht, auf die richtige Lautheit, das ist das richtige Wort. Da gibt es einen Wert für minus 14 Lufs, Loudness, Units, Full Scale. Und falls auch das böhmische Dörfer für dich sein sollten, ich habe dazu ein Video gemacht und genau erklärt, wie sich dieser Wert zusammensetzt, wo man das für YouTube oder für iTunes hinmischen muss, also mit dem Limiter, wo man das hinbringen muss und wie das genau geht. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du mal hier schauen, dann blende ich da auch das Video ein, dann siehst du auf jeden Fall, kannst du mal checken, wie man seinen Song auf Lautstärke bringt und vor allem auf Lautheit bringt und wie man vor allem welche Lautheit wählt für welches Veröffentlichungsmedium. Ganz wichtig, also der Song sollte ja konkurrenzfähig sein und dann wirklich dafür, man sollte dafür sorgen, dass er nicht abfällt, denn alles, was lauter ist, klingt automatisch besser für unser Ohr. Das heißt, der Song, den wir rausbringen, sollte natürlich auch genauso laut sein wie die Kollegen, die im Radio laufen. Also, ich bringe meinen Song mit einem Limiter auf die richtige Lautheit. So ist es. Okay, der siebte und letzte Punkt, und jetzt werde ich dir verraten, warum der bei mir immer am Schluss kommt. Denn der siebte Punkt ist, ich veröffentliche meinen Song. Ich brauche so eine Art virtuelle Stopplinie, über die ich nicht drüber gehe, dann, wo ich meinen Mix dann nicht mehr danach anfasse. Denn jeder kennt das und du kennst das sicherlich auch. Du nimmst den Song dann mit ins Auto, hast ihn auf einem USB-Stick und dann steckst du den rein und hörst dir den Song an und dann hörst du noch eine Kleinigkeit hier und eine Kleinigkeit da und eine Woche später hörst du den Song nochmal an und hast eine andere Tagesform, hörst vielleicht anders und dann nochmal hier und da und immer wieder machst du so einen kleinen Tweak, so eine kleine Veränderung am Mix und so weiter. Und damit ich das nicht mache und meinen Mix loslasse, veröffentliche ich den Song einfach. Ich bringe den raus, ich habe einen Soundcloud-Account und da stelle ich den dann online und ich stelle den auf meinen Musikkanal, den ich bei YouTube habe. The Music Man heißt der, falls du nicht weißt, wo du den suchen sollst. Oder das Soundcloud-Account findest du unten in der Videobeschreibung. Einen kleinen Link kannst du ja mal draufklicken, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast und vor allem, wenn es dir gefällt. Und da veröffentliche ich den Song, damit ich den wirklich dann loslasse. Ich muss so eine Art virtuelle Haltelinie haben, damit ich den Song wirklich endlich in Ruhe lasse und mich dann einem neuen Projekt zuwende. Und das mache ich, indem ich dann einfach den Song veröffentliche und sage, so, jetzt ist Feierabend, jetzt mach einfach was Neues. Also dieser siebte Punkt kommt tatsächlich immer am Schluss. Die anderen variieren mal in der Reihenfolge, aber diesen muss ich immer am Schluss machen, denn damit ist der Mix definitiv zu Ende. So sieht's aus. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche. Das ist nicht eine Frage der Woche, sondern mehrere Fragen der Woche gewesen, denn die beziehen sich auf das Video von letzter Woche, wo ich den Bass parallel bearbeitet habe und das Ganze in Studio One gezeigt habe. Und speziell viele Leute aus der Studio One Gemeinde haben gesagt, hey, warum machst du das nicht mit dem Splitter? Dazu muss ich erklären, der Splitter ist ein Plugin, was bei Studio One mitgeliefert wird und in dem, also in der Pro-Version zumindest, und damit kann man im Plugin quasi zum Beispiel verschiedene Frequenzbereiche aufteilen und kann dann den Bassbereich getrennt von dem Höhenbereich bearbeiten und dann werden die in dem Plugin dann auch wieder zusammengeführt und dann kann man das direkt weitermachen. Ich habe das ja letzte Woche so ein bisschen ja, zu Fuß würde man sagen, oder ein bisschen kompliziert gezeigt, auf jeden Fall, indem ich das Signal dupliziert habe und dann separat bearbeitet habe, auf einem Bus geroutet habe und da dann weiter bearbeitet habe. Das Problem ist nur, liebe Studio One-Jünger, dieses Plugin in Splitter, dieses geile Plugin, haben die Kollegen von Pro Tools, Cubase und vor allem Logic, haben das alle nicht an Bord. Das heißt, ich wollte das Prinzip zeigen und wollte zeigen, wie das dann auch nachvollziehbar in den anderen DAWs ist. Deswegen habe ich das ohne den Splitter gezeigt und natürlich hätte ich das mit dem Splitter machen können. Wenn du das möchtest, wenn du das unbedingt noch mal sehen möchtest, wie ich den Bass oder irgendein anderes Signal dann nochmal parallel im Splitter bearbeite, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare und dann mache ich nochmal ein separates Video dazu. Vielleicht hast du ja auch einen Wunsch, welches Signal ich da besonders bearbeiten soll, dann zeige ich das auf jeden Fall sehr gerne. Aber das war der Grund, weswegen ich das wirklich so Oldstyle und auf dem schwierigeren Weg gezeigt habe, damit die anderen Kollegen auch noch folgen können. Das war's zum Video letzte Woche, das war die Frage der Woche und wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, der positiv aufruft, ja, zeig mir, dass es dir gefallen hat und falls dir dieser Kanal gefallen sollte und du immer noch nicht auf Abonnieren gedrückt hast, dann ist jetzt bestimmt ein guter Zeitpunkt, das noch eben nachzuholen. Also eben auf Abonnieren. Daneben nicht die Glocke vergessen, dann kriegst du auch einen Hinweis, wenn das neue Video rauskommt und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!